Hallo, ich bin Stefanie, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Ötikheim, bin dort geboren und aufgewachsen. Ich bin Realschullehrerin in der Umgebung für die Fächer Sport, Mathematik, Physik und Informatik. Und wenn ich nicht gerade am Arbeiten, korrigieren und Arbeitsblätter vorbereiten bin, dann gehe ich in meiner Freizeit gerne in den Sport, und lese ein gutes Buch und verbringe gerne viel Zeit mit Freunden. Also angefangen mit dem Rollenspielen habe ich 2006 in der kleinen Bühne als Annie in Charlies Tante. Danach kamen eben noch ein paar kleine Rollen in der kleinen Bühne. Die erste große Rolle auf der Freilichtbühne kam dann 2012 als Esmeralda in der Glöckner von Notre Dame. Seither habe ich dann noch das Mädchen in Der Name der Rose gespielt oder die Eponine in Les Miserables. Zuletzt hat man mich jetzt eben nochmal in Der Name der Rose bei der Wiederaufnahme als Mädchen gesehen. In diesem Jahr spiele ich bei Münchhausen, dem Hauptstück, mit und bin dort als Prinzessin Isabella d'Este zu sehen. Am besten hat mir die Rolle der Esmeralda gefallen, weil es zum einen natürlich meine erste große Rolle auf der Freilichtbühne war, zum anderen aber auch, weil es eine sehr große Herausforderung dargestellt hat. Die Esmeralda musste sowohl schauspielern können, als auch singen, als auch tanzen. Und nebenbei war noch eine Ziege mit auf der Bühne, die natürlich auch vorab in einem längeren Zeitraum dressiert werden musste, die dann letzten Endes eben auch ohne Leine hinterherlaufen musste und Kunststücke ausführen musste. Dementsprechend war das eine sehr schöne, aber eben auch große Herausforderung. Ich habe bei den Volksschauspielen 1991 in der Tanzfrüherziehung angefangen. Das erste Stück, wo ich mitgespielt habe, war 1992 Moses auf der Freilichtbühne und danach eigentlich jedes Jahr eben mit der Familie hier unten auf der Bühne gewesen. Das Theaterspiel ist natürlich ein ganz, ganz toller Ausgleich zum Alltag, zum beruflichen Alltag, aber eben auch, wenn sonst mal irgendwie Probleme oder Sorgen auf einen zukommen. Es bietet einfach ein abwechslungsreiches Rollenspektrum. Man kann im einen Jahr ein freundlicher, aufgeschlossener Charakter sein und im nächsten Jahr dann halt eben doch mal ein Biest spielen. Von daher ist es einfach ein wundervoller Ausgleich. Die Volksschauspiele sind für mich wie eine zweite Familie im Sommer. Man hat dort seine Freunde, seine Bekannten, mit denen man eben auch nach dem Stück noch länger zusammensitzt. Man verbringt so viel Zeit dann eben auch außerhalb mit diesen Leuten, dass das wirklich nicht nur Vereinsmitglieder, sondern wirklich Freunde und eine zweite Familie sind. Wie bereits erwähnt, habe ich bei den Ballettgruppen angefangen, habe dann auch mal 3 Jahre im jungen Chor mitgesungen und seit 2 Jahren jetzt mittlerweile bin ich auch im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit tätig. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie die Volksschauspiele in der Medienwelt und eben auch einfach in den Printmedien dargestellt werden.